Heute ist mein 10.800. Tag am Leben. Es ist ein Montag, der sich anfühlt wie ein Sonntag. Morgens schneiden und schreiben, nachmittags fahren wir nach Mainz. Wir nehmen uns vor, ziellos zu sein. In Städten, die wir kennen, neigen wir häufig dazu, die immer gleichen Wege, Parkhäuser und Restaurants zu benutzen und zu besuchen. Annähernd gelingt es uns heute, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Wenn man Zeit hat, präsentieren sich Szenen. Eine Mutter, die ihren Sohn lautstark darauf hinweist, dass er sie mit seinem Tretroller fast vom Rad geholt hätte. Bauarbeiter während des Feierabends am Spielautomaten, volle Bushaltestellen. Man fühlt sich seltsam unbeteiligt, während man in Sonntagsstimmung vorbeigeht. Die Stimmung zwischen Melina und mir ist trotzdem angespannt. Planlosigkeit muss geübt werden, sonst führen die fehlenden Routinen zu unerfüllten Erwartungen. Wir kommen an einem Immobilienmaklerbüro vorbei. Neubauwohnung direkt am Rhein, 90 Quadratmeter, 750.000 Euro. Fast ein Schnäppchen für heutige Verhältnisse. Die Stadt ist voller Wahlplakate. Nicht mal mehr eine Woche bis zur Bundestagswahl und bis zum Ende der Merkel-Ära. Schwer vorstellbar, dass Baerbock, Scholz oder Laschet das Land grundsätzlich verändern werden. Zu viel Coaching, auswendige Antworten, Vorhersehbarkeit. Jede Partei sucht den Konsens, um bei der Wahl nicht abgestraft zu werden. Die Angst eines Shitstorms geht um. Warum erwartet unsere Gesellschaft diese weiße Weste? Warum geht es uns um den Politiker als Privatperson, als wären sie Teilnehmer einer Reality-TV-Show? Wir wollen überhaupt keine Inhalte. Wir wollen uneingeschränkte Skandalfreiheit und gleichzeitig authentische Emotionalität. Wir wollen einen empathischen Menschen ohne Makel und ohne Abgrund. Ohne zu verstehen, dass sich beides ausschließt. Es ist jetzt 16:30 und wir möchten Dune sehen. Ein dunkles Science-Fiction-Epos basierend auf den Roman von Frank Herbert. Ja, wir sehen, dass es im Kapitol läuft, unserem etwas abgeranzten Lieblingskino. Im wunderschönen 2D ohne Aufpreis. Das zusammen mit dem Palatin aktuell um seine Existenz kämpft. Das Gebäude, in dem sich das Palatin befindet, wurde verkauft und der Mietvertrag nicht verlängert. Die Schließung würde die Zahl der Filmtheater in Mainz von 4 auf 2 reduzieren. Das Zelebrieren von Film und die Vielfalt des Kinos stehen auf dem Spiel. Bis wir irgendwann nur noch in überteuerten und überdimensionierten Kinosälen sitzen. Ohne Individualität, ohne Charme, aber mit einem 2 Liter Softdrink im Menü. Hauptsache klimatisiert und Dolby Atmos. Wer braucht da noch Vielfalt? Als ich nach der Filmvorstellung filmen möchte, ist der Akku leer. Ich habe vergessen, sie auszustellen. Passiert mir regelmäßig. Deshalb bleibt der Bildschirm für die letzten Sätze schwarz. Dune ist ein fantastischer Film. Er ist erwachsen, düster, visuell außergewöhnlich. Das Sounddesign muss den Oscar gewinnen, der Soundtrack von Hans Zimmer übrigens auch. Dune galt lange Zeit als schwer zu verfilmen. Erst wollte es Jodorowsky machen, der durfte dann nicht, sondern David Lynch, der es in den Sand setzte. Ich habe die 6 Dune-Romane nicht gelesen, kann mir aber vorstellen, dass der Film den Ton getroffen hat. Heute wurde gemeldet, dass die USA die touristische Einreise für Geimpfte ab November erlauben. Also im Januar in die USA? Wir sehen und hören uns morgen, an meinem 10.801. Tag. Welcher Tag ist heute für dich? Schreib's in die Kommentare.